Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen OMSI-Folge hier auf diesem Kanal. So, Leute, es ist soweit. TechView und Honigwaffel haben ein neues Update veröffentlicht. Die Version von Dresden Real Fiktiv in der Version 1.35 ist jetzt erhältlich und wir haben die Ehre, wir dürfen das Ganze mal hier schon mal oder durften es vorab hier schon mal spielen. Jetzt nehmen wir das Ganze natürlich auf, um euch mal zu zeigen, was in der neuen Version alles somit enthalten ist. Natürlich weiterhin die Linie 61, die natürlich weiter ausgebaut wurde, die natürlich weiter dekoriert wurde. Und wir haben die Linie 317 mit dabei. Das ist eine relativ kurze Linie, aber die werden wir uns heute mal in der Folge anschauen. Ich bin mal gespannt, wie euch das Ganze so gefährt. Aktuell geht es hier von Kreuzberg nach... Jetzt lasst mich lügen. Genau. Von Kreuzberg geht es nach... Schönewitz. So, das Ganze natürlich hier mit unserem Solaris fahren wir hier das Ganze ab und eigentlich würde ich gerne mal ein anderes Wetter haben wollen. Wir fahren immer so oft bei gutem Wetter, das nervt immer irgendwie, das ist immer nicht so schön. Und machen wir heute mal stark bewölkt hier, bei uns regnet es aktuell noch nicht, deswegen passt das ganz gut, das Setting, dass wir das hier mal so nehmen und dann schauen wir uns das mal so ein bisschen an. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht so hundertprozentig, ob sie jetzt schon im Download verfügbar ist oder ob sie jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall kommt. Da müsst ihr mal gucken. Sobald da was irgendwie in der Richtung kommt, werde ich es auf jeden Fall nochmal in den ÖPNV-News dann nochmal auf jeden Fall erwähnen. Und falls der Download jetzt schon vorhanden sein sollte. Denn ja, es hieß eigentlich so, dass es offiziell zum Tag der Deutschen Einheit irgendwie erscheinen sollte, also am 3. Oktober. Ob es dann halt wirklich passiert ist, konnte ich jetzt leider jetzt nicht schnell genug rausfinden. Und von daher werde ich das Ganze dann dementsprechend nochmal in den ÖPNV-News nachholen. So, ich glaube, ich habe soweit genug gesagt. Ihr habt schon gesehen, TrackIR ist natürlich wieder mit dabei, ist mit an Bord. Und ja, ihr seht, ne, es funktioniert natürlich auch alles wieder. Perfekt. So, dann machen wir mal hier unseren Motor starten. So. 317 02. Ja, das könnte sogar hinkommen tatsächlich. Genau. Da geht's nach Schönewitz. Passt. So, Licht an. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Die werden wir uns jetzt mal so ein bisschen ersparen. Ich glaube, ab 10 Uhr ist Abfahrt. Genau, wenn wir das Ganze auf 55 einstellen, sollte das hier soweit passen. Erstmal wieder richtig ranrutschen hier. Ne, wir müssen dann noch einen Gang einlegen. Wäre vielleicht auch noch sinnvoll. So. Oh, da waren ja doch noch welche mit. Habe ich jetzt nicht gerechnet. So. Schön. Zum Waldweg, ne? Das ist jetzt die nächste Haltestelle. Jetzt machen wir hier den Einstieg. 317. So, 10 Uhr ist Abfahrt. Wie gesagt, da sehen wir nach Schönewitz. Und ja, auf jeden Fall habe ich mir das Ganze schon so ein bisschen angeguckt. Bin auf der Linie 61 schon das Ganze abgefahren und muss sagen, wieder mal absolut fantastische Arbeit hier wieder passiert. Die Performance der Karte hat sich echt, obwohl hier neuer Inhalt mit dazugekommen ist, absolut nicht verändert. Also die Performance liegt immer noch relativ weit nach oben. Und es macht halt wirklich immer noch Spaß, hier rumzufahren in Dresden. Real life. Also oder real fiktiv. Das muss man wirklich sagen, also da haben sie sich hier wirklich beide mittlerweile sich ganz schön gut ins Zeug gelegt. Kleinere Fehler sind mir dann in der Anspielsession dann noch so ein bisschen aufgefallen, die ich dann natürlich dann rübergeschickt habe. Und das Ganze sollte auch schon prompt geändert worden sein. Also
Das waren so kleinere Sachen, die man wirklich schnell fixen konnte. Und das passierte aber auch relativ schnell. Und sowas stelle ich mir dann vor, so weißt du, so, das ist eine Aufgabe eines Beta-Testers, wo man das Ganze dann dementsprechend halt mal so ein bisschen abcheckt, ja, was ist los mit der Karte oder sowas, ne? Wo sind da ein paar Fehler? Dann gibt man das rüber und der Entwickler ändert das halt noch schnell, ja, bevor das Ganze released wird. So muss das funktionieren. So stelle ich mir eine Arbeit eines Beta-Testers vor. Und ja, das ist bei vielen wahrscheinlich. Die wollen wahrscheinlich nur eine Karte erfahren und dann ist gut. Ja. Finde ich persönlich schon ein bisschen schade, muss ich das ganz ehrlich sagen. Aber naja, kann man nicht ändern. Auf jeden Fall habe ich hier meinen Teil dazu beigetragen. Habe das natürlich gemacht und habe da so ein paar schwächelnde Sachen kundgetan. Einziges, was halt wohl nicht ganz so easy in den Griff zu bekommen ist hier, sind wohl die Verkehrsregeln hier in Ormsi. Das kenne ich ja auch schon aus Landkreis Forsthausen, dass das Ganze ein bisschen komplexer ist, dieses ganze System. Und trotz der Komplexität trotzdem nicht zu beherrschen ist eigentlich teilweise. Naja, und das ist jetzt so der einzige Fehler, der mir jetzt aufgefallen ist, der jetzt hier wohl noch in der Karte drin rumschlummert. Aber mal gucken, wenn man sich damit arrangiert, dann klappt das schon. Ich meine, Payware-Add-ons, die haben genau das gleiche Problem. Ja, wenn man sich mal so überlegt, dass ich hier speziell die Add-ons von Metropole Ruhr anspreche oder Mallorca. Ja, also da gibt es diese Probleme auch. Hier zum Beispiel auch wieder, ja wunderbar, die Verkehrsregeln, Missachtung. Alles wartet scheinbar auf mich hier, obwohl ich jetzt hier Pause stehe. Der Stau dürfte jetzt mittlerweile schon kilometerlang sein. Das ist natürlich ein bisschen äußerst schade. So, 370, wir fangen geradeaus weiter, alles klar. Ah ja, hier geht's noch. Boah. Ah, passt noch. In diese fetten LKWs hier drinne. Aber wir passen gerade so durch. Ja, die Linie, die 317, war in der vorigen Version nicht dabei gewesen. Deswegen fand ich das jetzt mal so ein bisschen einen kleinen persönlichen Highlight, dass wir uns die Karte hier mal anschauen. Oh. Und haben sie mir gleich wieder einen Strich durch die Rechnung macht, indem er einfach wieder gefühlt 20.000 Jahre lädt. Also da freue ich mich schon persönlich auf Lotus, ja, wenn das alles nicht mal so sein sollte. Ja. Ja, das ist ja, das ist schon anstrengend. So, die 317 bin ich persönlich aber noch nicht abgefahren, deswegen weiß ich gar nicht, was uns jetzt hier erwartet. Bin ich selbst ein bisschen gespannt drauf. So, alle drin.
So, alles einstecken, zurückbleiben. Ja, und weiter geht's. Also ich habe mal so das Gefühl, ach no, das sind Parkautos, ach so. Ich dachte, das waren jetzt wieder. Boah, das ist das für eine große Busspur. Da fühlt sich ja der Bus, hat der Busfahrer richtig Platz hier, das ist ja geil. Sorry Leute, ich musste gerade mal niesen. Hallo. Natürlich habe ich daran gedacht, das Mikrofon zu muten, aber dass ich ja das Zeug auf dem Kopf habe, da ist es natürlich nicht gut dran gedacht. Heieiei. So, jetzt wollen wir wieder gucken. Allerdings, ich glaube, dass wir ja auch hier rum müssen, ne? Ja. Ja, 73 fährt ja auch lang. Alles klar. Das sind so diese kleinen Sachen, die ein bisschen, sag mal, auffallen. Ja, wenn das Ganze dann dementsprechend halt nicht ausgeschildert ist. Und das war auch in der Version, die ich dann hatte, war tatsächlich auch so ein kleines Problem gewesen. Da fehlten 2-3 Pfeile und dementsprechend, ja, hat das ganz schön echte Verwirrung gesorgt. Naja, gut. Wenn man es dann weiß, wie man dann fahren muss, ist es alles perfekt. Er hat das Ganze natürlich auch schon gefixt. Ja, also, die sind da halt wirklich schnell hinterher, die Jungs. Und genauso stelle ich mir das vor. So ist ein Feedback. Also, da muss man wirklich sagen, das ist wieder mal grandiose Arbeit, was da wieder passiert ist. So macht das auch wirklich Spaß, so Sachen zu testen und alles sowas. Kupferstraße. Ach, ich liebe Omsi. Omsi Lotus Train Simulator, meine Top-Favoriten, Leute. Nächste Haltestelle, Fernsehturm. Allerdings fahren wir halt noch mit dran vorbei, ne? Das ist nur die Haltestelle, Fernsehturm. Genau, wir fahren hier nach Schönewitz. Ja, wie lang ist die andere Tour geworden? Also, ich glaube. Also, ohne zu übertreiben, die ist weiterhin bei 40 Minuten. Ich glaube, hat das Ganze auf jeden Fall gedauert, wo ich die Linie 61 auf jeden Fall abgefahren bin. Also eine schöne, lange Route eigentlich. Länger sollte sie auch nicht werden, weil ich finde es dann wird's tatsächlich ein bisschen anstrengend. Aber gut, das ist ja wieder Geschmackssache. Die Linie jetzt hier, die soll, ist angegeben mit 10 Minuten. Und ja, mal schauen. Ich glaube, wir sind auch gleich da, also so lange dauert es jetzt nicht mehr. Das ist so eine kleine Linie für zwischendurch. Sehr angenehm. Oh, bremst doch.
es G29 ist schon ein schönes Lenkrad. Aber allerdings muss ich wirklich sagen, dass also die Sachen, also vom G27 und G29 sind so minimalistisch, dass ich jetzt persönlich auch sagen kann, also... Oh. Da vorne sieht es nach innen aus. Jetzt muss ich mal ganz kurz leider mal gucken. Hier fehlt eine Haltestelle. Die ist nämlich da. Hier fehlt jetzt nämlich wieder mal der Pfeil. Naja, Ehrenrunde. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt hier irgendwie drehen. Ach, schön. Was ist er mit dem Haus hier veranstaltet? Das sieht nicht gut aus. Hat der Modder irgendwie von dem Haus ein bisschen was an der Textur? Langfahren. So. Ist natürlich ärgerlich, ja, wenn ich hier oder drehen muss. Halt an, halt an. Oh. Alter, dummer Sack, ey. So, hier war es jetzt rein, ne? So. Okay, da. So. Alles okay, Fahrt ist damit abgeschlossen. So Leute, das war auf jeden Fall die Linie 317 in Dresden 1.35. Ja, an sich wieder mal eine schöne kleine Linie, ist sehr angenehm zu fahren, macht Spaß. Wie gesagt, jetzt außer dass jetzt am Ende hier der Hilfspfeil fehlte, war eigentlich hier auch soweit alles in Ordnung gewesen, was ich soweit gesehen habe. Also da konnte man jetzt absolut nichts meckern. Wir schneiden die Linie 61 so ein bisschen, was ich auch sehr spannend finde, ja, dass man da sich immer so ein bisschen trifft. Also von daher muss man jetzt sagen, haben wir jetzt hier mittlerweile zwei Linien. Ja, also das finde ich hier richtig, richtig top. Performance ist okay. Jetzt, wie gesagt, diesen einkrummigen Hacker, den wir da vorhin hatten, keine Ahnung, was das schon wieder war. So auf der Linie 61 hatte ich da keine Probleme mit. Wir reden ja aber immerhin noch von OMSI. Es ist ja keine neue Simulation oder sowas. Es ist weiterhin OMSI. Und ja, so von der ganzen Umsetzung her finde ich die Karte immer noch wundervoll schön. Also Dresden zählt so mit einer zu meiner absoluten Lieblingskarten. Reiht sich auf jeden Fall ganz, ganz weit vorne ein. Ich hoffe, dass die Karte auf jeden Fall hier noch weiter entsteht, sage ich mal. Ja, so ein, zwei Linien wären noch cool. Dann könnte man hier die Karte sogar für eine absolute Leitstellenfahrt übernehmen. Das wäre richtig bombastisch. Ja, und damit schaut es euch, wie gesagt, selber an. Wir werden uns die Linie 61 in den späteren Tagen nochmal angucken. Definitiv. Und wenn ihr, wie gesagt, keinen Bock habt zu warten, dann ladet euch die Karte Dresden 1.35 herunter. Sobald es verfügbar ist, steht sie unten in der Videobeschreibung drinne. Da ist der Download-Link dann. Und ich verabschiede mich jetzt hier, bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart. Ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!